So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Open Transport Tycoon Deluxe vom Burgdorfer Archipel, was schon ein bisschen besiedelt wird hier, die weiteren Inseln. Ja, gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ich war eine Woche krank mit Erkältung, konnte leider natürlich deshalb nicht genutzt werden für eine Aufnahme. Wäre natürlich geil gewesen, so eine Woche krank, wo man dann nochmal schön hätte aufnehmen können, so für das Material für zwei, drei Wochen, Monate. Am Ende hat leider nicht geklappt, weil Erkältung, ne, ist natürlich Bettpflicht und ja, und Stimme und ständig am Rumhusten. Jetzt geht's einigermaßen wieder. Und jetzt versuche ich mal eine Aufnahme. Es wird sicherlich nicht die längste Aufnahme jetzt werden. Aber wir versuchen es mal. Und ist wieder Stau. Gucken wir mal in die Kommentare rein. Scharf stellt sich, ich glaube, Münchstein Lastwagenhändler akzeptiert keine Baustoffe. Dazu müsste irgendwo ein Baumarkt in der Nähe sein. Ja, gucken wir mal. Ja, das ist schon mal richtig, keine Baustoffe. Warum habe ich da einen Baustoff-LKW hingeschickt? Tatsächlich. Ja, ist natürlich blöd. Ach, ich habe wahrscheinlich gedacht, dass... Da kommt jetzt doch ein Baumarkt. Ach so, weil das dann außerhalb von der Reichweite von dem Ding ist. Das ist das Problem. Nee, das passt nicht. Müssen wir es... Ach, wir stellen es hier hin und machen einfach eine neue... Machen das so und... Ja. Das will ich wieder wegreißen. So, und schon mal danke für den Tipp. So, was haben wir noch? Ästhetik Kaiser, wurde die Stelle neu geschaffen? Ja. Da wurde sich natürlich beim YouTube-Rückblick noch über die Statistik wurde noch kommentiert. Das Gleis wurde Vorfahrt, braucht ein beidseitiges Ausfahrsignal. Auf dem anderen Gleis muss ein Einfahrsignal stehen, wurde dann nochmal erwähnt. Genau, irgendwie sowas. Ja, ich gebe doch eher ein gutes Video, aber ein kleines Intro fehlt noch. Ich bin der Meinung, ich brauche kein Intro, weil ich finde das einfach Quatsch. Das würde wieder bloß den Schneideprozess unnötig verlängern. Daher gibt es immer kein Intro und fertig. Und Algorna schreibt noch, ich würde deine Videos öfter schauen, wenn das Video, wenn das Ende der Folge nicht immer abgeschnitten wäre. Ja. Naja, gut, beim Schnitt achte ich ja eigentlich drauf, dass das nicht mitten in einem Satz aufhört. Klappt vielleicht nicht immer, aber naja. So, warte mal, das mit der Vorfahrt, das testen wir nochmal schnell. Das gestern Vorfahrt braucht ein beidseitiges Ausfahrsignal. Und das andere Gleis. Ein Einfahrsignal, aber nur einseitig oder wie? So hier dann. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Zug raushaue. Ach, tatsächlich. Tatsächlich, wenn ich jetzt hier ein Signal hinstelle, genau. Jetzt habe ich hier so einen Vorfahrtsbereich. Wie gesagt, das ist ein beidseitiges Ausfahrsignal, das ist ein einseitiges Einfahrsignal.
Und wenn der Zug jetzt hier in diesem Abschnitt ist, oder ich kann das auch richtig deutlich zeigen, wenn ich das einfach hier hinstelle. Das heißt, der Zug hat jetzt diesen ganzen Block frei und wenn er halt sich hier ein Zug annähert, muss der erstmal warten. Da wollte ich eigentlich kein Depot hinstellen. Ach, das ist wieder jetzt das Lied mit der Glocke. Bleib doch im Depot, ist irgendwie dumm. So. So, waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Beim Thema Holz, glaube ich, irgendwie war ja da irgendwas gewesen. Reifenfabrik. Ach, wo war denn das jetzt schon wieder? Die bringen jetzt Holz irgendwo hin. Nach Nyong Transfer. Wo ist das jetzt gewesen? Ach, hier. Ah, okay. So, okay, denen fehlt jetzt noch Ton und Schwefel. Wo kriegen wir den Ton her? Tongrube und eine Baggerstelle. Schon mal eine. Ja. Das Maus-Scroll-Rad spackt immer noch rum, weil ich mir da immer noch keine neue Maus gekauft habe. Wie dann auch, wenn man krank im Bett liegt, dann kann man nie unbedingt draußen rumrendern. Oh, das ist schon ein bisschen nervig. Könnte ich das so bauen, dass die Züge auf diese Tongrube fahren können? Sorry. Das muss doch da irgendwie mit dem Gleis da funktionieren. Die hier so rumfahren und dann hier so rüber. Das Blöde ist aber, dass macht es da nicht mehr Sinn, wenn ich den Tunnel hier oben rumbaue? Natürlich blöd ist, dass sie dann halt das Depot hier nicht mitnehmen können. An der Stelle. Wobei ich das ja lösen könnte. Ich könnte hier einfach. Was ist das für ein Gleis? 180er. Wenn ich jetzt. Dass wir hier drauf kommen. Und dann sagen wir mal hier ran.
Nyong Ost. Eine Ebene kann ich hier noch machen. Das ist ja nee, Quatsch, das geht nicht. So, und dann eigentlich muss das jetzt wieder hier unten rangeführt werden. Ach, das ist ja ein Chaos hier. Ich glaube, das klappt nicht. Tja. Was ist denn, wenn ich das werden wir nur mit einer kleinen Kurve gehen, ne? Oh. Na gut, ist eine Ausnahmegenehmigung an der Stelle. Ach, das sieht ja aus hier, ey. Alter. So, wir werden jetzt erstmal tun. Nehmen wir den 120er Wagen.